Auf geht's zum Kegelgutschein einlösen. Wie man sieht, ist Bettina eine sehr sichere Autolenkerin. Geht schon, zack, zack. Grüße. Zwei ist ja schon. Gut, Rumi, also den ersten Kaffee haben wir schon. Vorm Spiel werden wir natürlich noch gedopt. Mir hat sicher Tranquilizer eine da. Jetzt sind wir da auf der Schückeberger Kegelbahn. Der Fabian legt mächtig vor. Und der Nico macht sie ihm nach. Und jetzt der Meister himself. Halt aus, habe ich die falsche Szene eingeschnitten. So schnell wie wir schießen, kommen Kugeln gar nicht mehr nachher. Ja, die Bahn war ein bisschen schief. Nachdem in Nico da die Kugel ausgekommen ist, ist er wieder in einer ganz anderen Welt gewesen. Hat aber nicht lang gedauert. Oder doch? Ballett ist ein Schaß dagegen. Scheiße, da hätte die Szene von vorher reingekehrt. Komisch, die Bahn ist auf der anderen Seite auch schief. Auf zum Go-Kart-Rennen. Im Fahrerlager wurlt's schon. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Grüß Gott hier am Styria-Ring im Herzen Österreichs. Die Profiliga hat sich soeben hier versammelt, um den Nachwuchs, der gerade auf der Piste rollt, unter die Räder zu schauen. Ja, die Rookies haben noch einiges zu lernen. Hier im Bild sehen Sie gerade Robert, der sich adjustiert. Hier der Veteran Alfred. Und schon sind sie unterwegs auf dem Weg nach Ruhm und Ehre. Noch ein paar Worte zum Styria-Ring. Er wurde vor ein paar Jahren gebaut, hat sehr viele anspruchsvolle Geraden. Viele Fahrer zerbrechen daran. Der Höhepunkt ist und bleibt aber die Doppel-H-Nadel-S-Schikanenkurve. Da werden wir auch heute wieder viele Unfälle sehen. Hier im Bilde Andreas, der heiße Favorit. Man spürt förmlich das Adrenalin. Die Fahrer nehmen nun die Position fürs Qualifying ein. Was ich hier am Styria-Ring sehr schade finde, ist das Verbot der Grid Girls. Das sind die heißen Mädchen, die die Fahrer vor der Sonne schützen. Aber ist ja keine Sonne. Hier sehen Sie Lydia, Katabot, Bettina, das zweite Mädchen im Rennen, Fabian und dessen Bruder Nico und hier der neue Fahrer Heinz. Meine Damen und Herren, es wird ein spannendes Rennen. Und nun Bahn 3 fürs Qualifying. Alfred tritt in die Pedale. Robert ist sehr unsicher, ist noch nicht lang dabei. Andreas fürchtet schon jetzt die ersten Überrundungen. Auch Lydia verwechselt noch die Pedale. Hier ist Katabut, der vielversprechende Fahrer aus Thailand. Bettina führt noch ein Bläuschen mit dem Kameramann. Fabian fährt jetzt schon die Piste sehr eng an. Dicht gefolgt von Nico, der als Rowdy bekannt ist. Heinz, dessen Taktik und Gewicht unheimliche Vorteile bietet. Und jetzt sind wir schon mitten im Geschehen. Ein trifft nach dem anderen. Lydia noch unangefochten am 17. Platz. Uiuiui, ein Verbremsen in der Kurve kostet wertvolle Sekunden. Sehr schön genommen. Bettina, Gemma, Vollgas. Fabian führt den Pulkan, dicht gefolgt von Lydia. Was ist das? Erbitterte Platzkämpfe zwischen Katabut und Nico. Einziger Gewinner ist Heinz, der außen vorging.
hier wieder schöne Kampfszenen von Robert und Nico. Die Bordkamera liefert den einzigartigen Beweis über den Schwierigkeitsgrad der Rennstrecke. Absolut souverän genommen. Hier nun die Doppel-H-Nadel-S-Schikanenkurve. Und hier nun die Zielgerade mit Höchstgeschwindigkeiten bis zu 270 km/h. Das Rennen war hart, aber es kann nur einen geben. Leider wurde das Rennen abgebrochen. Wir haben einen Rowdy auf der Piste gehabt. Und den werden wir jetzt gleich mal zu dem Thema befragen. Es war ganz ein normaler Rennunfall. Von einer der Querstrecken muss man drüber fahren. Naja, das hat es dann überall. Auch einen Rennausfall wegen Verletzung oder Überanstrengung haben wir gehabt. Und den werden wir jetzt auch dazu befragen, wie die Verhältnisse auf der Rennbahn waren. Ich möchte jetzt keine Ausrede aufs Material haben. Der Schock sitzt noch tief in seinem Gesicht. Was hast du für ein Gefühl, wie viel der Platz bist? Erster! Nicht Vordränger! Ja, ich! Denker. Ja, nach dem spannenden Rennen haben wir natürlich alle Stärkung beim Christkindlwirt nur verdient. Auf das nächste spannende Rennen freuen wir uns schon alle.